Leute, heute haben wir den 30. Dezember. Es ist Samstag, morgen ist Silvester. Eigentlich ist heute eher ruhig noch, würde ich sagen. Ja, vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Nicht aber so im UFO, aber gestern noch halbwegs die Ruhe vor dem Sturm. Deswegen mussten wir doch gestern auch so möglichst viel schon zu schneiden vom Best of. Heute sieht das anders aus, Leute. Heute veranstaltet Revi einen 24-Stunden-Livestream ab 10 Uhr, was ungefähr eine Stunde ist, im UFO. Und das heißt, in allererster Linie wird da rumgeschrien werden ohne Ende heute. Es wurde alles umgebaut. Das UFO ist nicht mehr wiederzuerkennen. Also Respekt, was sie da aufgezogen haben, und es ist eben für den guten Zweck, aber im UFO wird es halt einfach heute ein reines Schreikonzert werden mit Revi. Es ist schon so nicht immer leicht mit Revi im UFO, aber so mit so einem 24-Stunden-Livestream, eieiei, Leute. Also mal gucken, wie lange wir es da aushalten. Wir müssen halt auf jeden Fall heute noch mindestens 10 Stunden investieren in den Schnitt vom Best-of. Und vielleicht müssen wir irgendwann aus dem UFO raus und uns irgendwo einen Kaffee setzen zum Schneiden oder so, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie das da gerade aussieht, kurz vorm Start. Ach, schon im Treppenhaus. Felix, ganz kurz. Tschüss. Oho. It's a prank. Kein Stream heute, glaube ich. Ich hoffe, auch unsere Nachbarn heute nicht arbeiten. Ich meine, es ist Samstag, aber ey, bei dem Lärm wird niemand hier arbeiten können im Büro. Nein, oder? Ah. Mann, Junge, bist du behindert? Ich hab den Schlüssel dabei. Mach auf, ich hab Felix, wir müssen online gehen. Ach, Junge. Komm runter, mach die Tür auf. It's a prank. Felix, bitte, ohne Witz, ich muss mich bei Twitter loggen. Wir müssen anders. Kein Livestream heute. Ja. Na gut, wollen wir noch nicht so sein. Jetzt setz aber ein, Junge. Jetzt erstmal Fahrstuhl fahren. Guten Tag. Leute, schaut euch das hier an. Das war mal der Gemeinschaftsraum. Jetzt. Kabelsalat. Schaut euch das an, wie viele Kameras hier alleine sind. Alle Kameras. Morgen erstmal, Reini. Morgen. Ja, alles gut? Ja, bei dir? Wie kommst du dazu, dass du Revi hilfst? Ja, wir machen ja bei Aerocrone auch viele Streams, hauptsächlich eigentlich von Musikern und DJs und so, aber wir haben halt das ganze Equipment und ja, wir machen ja gerne was mit Revi zusammen, der hat uns gefragt. Wie, also den Part mit dem Equipment verstehe ich, aber ihr macht gerne was mit Revi zusammen? Ja, kannst du vielleicht nicht verstehen, aber nee, wir mögen ihn wirklich. Ich zeige euch gleich mal das Equipment, Leute, das ist so krass, was sie alles aufgebaut haben und alles hier ordentlich verklebt, ja. Also es laufen wirklich Leitungen da hinten in Palutens Zimmer rein, von überall praktisch. Hi. Das ist Paul, ne? Alles gut? Moin. Lena, ha? Kann ich den Stuhl von deinem Kater jetzt haben? Den roten, ja? Ja. Ja, dann kannst du ihn mal geben. Bitte. Ja, du würdest ihn dir holen. Nee, gib doch einfach. Wo ist er denn? Stell den hier vor meine Tür. Ja, das reicht ja schon. So, Paul ist auch da, aber seinen Stuhl müssen wir leider Revi für den Stream opfern. So, hier habt ihr den Stuhl. Ja, dankeschön. Ihr kriegt ihn hoffentlich wohlbehalten wieder. Ja, hoffentlich. Übernehmen wir mal keine Garantie für die Jungs. Oh, guck das hier. Oh Gott, der Stream stirbt. Das war wirklich das wichtigste Kabel von allen. Keine Musik. Was ist das für ein Kabel? Das ist das wichtigste Kabel. Also wenn ich jetzt nicht breaken möchte und irgendwie Schnipp-Schnapp machen, dann geht das, oder? Dann komm ich Schnipp-Schnapp an deinem Kopf, Alter. Okay. Sorry. Bisschen krass, vielleicht. Guck dir mal an, wir haben hier einen kompletten Kühlschrank gefüllt mit Smoothies, Essen, Rollensaft, Wasser. Also eigentlich allem, von dem du dich ernährst. Ich ernähre mich nur von dem, was hier oben drauf ist, glaube ich. Schau mal hier. Und der Cola, oder? Oder was Geiles drauf. So, dann hier, die haben wirklich einen Supermarkt aufgebaut hier. Schau dir das einfach, ein kompletter Supermarkt. Ja. Hier auch noch. Kostet alles 1 Euro, wenn du was haben willst, ne? Ich habe nichts mit diesen Marken hier alles zu tun, Leute. Aber die sind anscheinend alle jetzt hier im UFO vertreten. Sehr schön. Das fällt schon gar nicht mehr auf. Riesige Boxen, die wollen hier nachher noch irgendwie Partyfetten machen. Bruder, wir haben sogar Klopapier gekauft, Alter. Ja, immerhin. Wir haben wieder Scheiß im UFO. Ja. Richtig geil. Na, das Stream ist wahrscheinlich aber weg. Ja. So wie ich Revi kenne, genau durchkalkuliert. Das ist nur für den Stream noch. Ja, hier ist auch noch eine Kamera, falls das im Flug passiert. Hier ist die Schallzentrale. Wer hat hier das Kommando? Wer hat das Kommando? Der Hendrik. Der Hendrik hat das Kommando. Und was habt ihr hier aufgebaut überhaupt für alles für Equipment? Ihr habt Millionen Mikros, ja. Einen riesen Mischpult und dann läuft alles da rein? Genau, es geht alles da rein und das geht dann gebündelt zu Twitch. Wir können das da halt alles zusammenpacken. Wir haben hier so einige Szenen. Hier zum Beispiel die ganzen Kameras im Wohnzimmer 2, bei Revi im Zimmer mit einer kleinen Legria, so eine Roomcam quasi und nochmal eine Sicht in den Flur.
Und das geht zum Beispiel gleich los, drei Viertel nämlich, gehen wir live mit der Pre-Show, sage ich mal. Ah, okay, okay. Wie bei Big Brother jetzt hier. Genau, so ein Mensch wie bei Big Brother. Also passt auf, was ihr macht. Schon, ja. Was, wenn ich an dem blauen hier drehe? Dann explodiert alles. Okay, dann machen wir es lieber nicht. Aber schön, dass ihr euer Pilotenzimmer jetzt auf einmal eingerichtet wurde, sozusagen. Ja. Also mehr in 24 Stunden wurde hier mehr eingerichtet. Wie lange habt ihr auch fürs Aufbauen gebraucht? Wahrscheinlich 5 Stunden nur. Ja, so ungefähr. Mehr eingerichtet als Paluten in anderthalb Jahren. Also sehr gut. Pilotenzimmer ist jetzt das Regiezimmer. Ja. Sehr schön. Wir schauen nochmal von hier außen weiter. Das letzte bisschen Frühstück hier. Ein paar Minuten vorm Stream. Guck mal, ich hab sogar unsere Tassen geschrieben. Ja, stimmt, steht auf deiner Tasse steht Revi drauf. Ja. Hey, das sind die UFO-Tassen, ne? Du hast einmal mit Edding auf die UFO-Tassen draufgeschrieben. Mhm, kann man ja abwaschen. Ja, kann man ja wirklich. Ist ja nicht so, dass es extra wasserfest ist. Hast du gut geschlafen wenigstens? Hält jetzt 24 Stunden durch. Du warst gestern auch noch relativ lang hier. Bruder, ich bin krank, Alter. Ich bin am Morgen aufgewacht, Stimme, Husten. Mhm. Wird geil, wird eine gute Zeit. Können wir uns übernehmen später, ne? Aber machen wir nur noch Dehner-Programm hier. Bitte, bitte nicht. Ich glaube, es geht gleich. Gut am Leib, ne? Das ist schon, okay. Ist schon, okay, aber jetzt sind wir live. Gut, dass wir hier 1, 2, 3, 4 Leute gerade hier stehen haben, die sich um den Stream kümmern. Und dann fällt mir auf, ey Jungs, streamt ihr nicht mit einer viel zu geringen Bitrate? Ja, tun sie. Wir sind mal 7 Minuten vor Start hier, also es läuft alles schon, aber sozusagen auch die Pre-Show wird nochmal umgeändert. Das ist geplant. Ja. Das ist ja Qualität einfach. Qualitätsoffensive. Ja, lass mal hochschrauben, auf was gehen wir? 5 oder sowas? 5 endet? Immerhin noch doppelt so viel wie davor. Wir schauen auch nochmal rüber. Wir müssen ja eigentlich nur den Kabeln folgen, ne? Also hier, das haben wir schon gesehen. Aber hier gehen die Kabel weiter. Hier. Warte. Und hier rein. Bitte spenden. Für Namibia? Ja. Was macht ihr hier? Hm? Ich bin der Sicherheitsdienst. Du bist der Sicherheitsdienst. Ja. Ach, der Sicherheitsdienst. Ich glaube, du hast noch nie so unüberzeugend gehört. Sicherheit. So geht es dann. Das ist dann sozusagen der Haupt-PC. Hier wird dann gleich Craft Take Stream. Nein, Felix! Nein, Felix, bitte nicht jetzt! Bitte, hör auf! Wir haben das hinter uns, Felix. Es ist gut, es reicht. Also jetzt das Gaming-Zimmer eben passiert alles. Na gut, dann scheint das jetzt wohl loszugehen. 3, 2, 1, live! Hallo! Es funktioniert, was geht ab, mal Leute, was geht? Herzlich willkommen zum Unglaublichen. Hier Leute vom Charity Live, Leute, wir sind alle extrem geil. Wir beim Craft Tech Boys, den das auch hier ein bisschen rum hast. Hat alles funktioniert? Hat alles funktioniert, ja. Sehr gut. Wir müssen den Autofokus da ausmachen in der Kamera, das geht ja gar nicht. Autofokus in der Kamera, der muss aus, weil er immer hin und her pumpt. Ich stelle das jetzt um. Mal gucken, was Regi denkt, was ich da mache. Auf Twitch ausziehen dürfen wir es nicht. Oh mein Gott, Flitzer! Flitzer, hör auf die Kamera! Was machst du da, Felix? Was machst du da? Hallo, Dena? Hör auf! Was hat er gemacht? Er hat die Kamera ausgemacht. Hä? Ja, Leute, ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, auch ein bisschen mitzumachen. Aber dafür brauche ich noch ein Mikro. Deswegen holen wir uns das mal schnell und dann ein bisschen gezockt hier. Hier ist das einzige ruhige Zimmer im ganzen UFO und auch nur dank solchen Kopfhörern hier. Ich bin in den letzten Stunden wie im Tunnel gewesen und habe geschnitten. Schaut euch hier mal an, was hier alles schon drauf ist, und die meiste Arbeit ist vor allem das Raussuchen. Ich habe ja irgendwie 300 Videos dieses Jahr gemacht und ich werde die besten 10 davon hier in diesem Best-of haben. Und wir wollen das noch heute Nacht fertig bekommen, damit das morgen für euch online gehen kann. Also freut euch auf jeden Fall drauf, das wird ziemlich fett. Paul hat auch gerade eben schon geschnitten. Paul übernimmt den letzten Musikpart und er hat die ganzen Hays rausgesucht am Anfang, also die ganzen Orte. Aus Zürich, Stuttgart, ja. Zürich war gar nicht drin. Ja, moin. Okay. Doch, ich war aber in Zürich. Wirklich? Könnte man noch rein. Es gab zu viel, was passiert ist einfach. Aber das Ganze soll so ein bisschen im Stil von Ein Tag im Leben von Felix, das kennt ihr ja wahrscheinlich, das Video von mir. So in dem Stil soll es sein und das möchte ich jetzt jedes Jahr machen. Und ja, ey, es kostet Zeit und ich bin. Ey, manchmal komme ich einfach in diesen Schnitttunnel rein, ne? Ich bin manchmal echt die ganze Zeit. Ja, okay, meistens wahrscheinlich.
Aber ich gerade war heftig, ne? Also die letzten Stunden. So, wie sieht das aus von außen, wenn ich im Schnitttunnel bin? Weil ich habe mir nicht gar nicht wegbewegt. Du guckst so ein bisschen grumpy so, aber so ein bisschen immer so. Und auch wenn man dich da anspricht, immer fragst du, so, warum belästigst du mich eigentlich? Aber ist gut, so, es sieht ja auch mega fett alles aus. Weil ich habe mir gerade überlegt, so, wir haben um 11 Uhr bin ich bei Revi weg vom Stream oder um 11.30 Uhr oder sowas. Seitdem habe ich legit nichts gemacht. Wir haben keine Pause oder Essen oder irgendwas gemacht. 16.28 Uhr. Ich habe mir irgendeine Süßigkeit von Revi einmal geklaut. War gut, ja? War mein Proviant. Ansonsten saß ich wirklich einfach nur hier auf dieser Position und habe die ganze Zeit geschnitten. Der Paul saß da drüben und auch geschnitten. Erstmal den Vlog und jetzt seit anderthalb, zwei Stunden auch besser. Stimmt. Paul, den Vlog hier, der muss natürlich auch heute noch fertig werden. Den hat Paul die meiste Zeit hier schon gemacht. Also einiges los hier. Und jetzt sind die da vorne beim Stream. Wir wollen nochmal vorbeischauen, denn Walle ist jetzt da, Saraza, Zander ist auch da, richtig viele Gäste. Aber komm mal mit. Wir sind irgendwie jetzt am Kochen oder irgendwie so. Aber schauen wir mal. Hey, kannst du erkennen, was die da machen? Was machen die da? Die machen gerade für mich ein Soufflé. Für dich machen die Soufflé? Ja, für mich, nur für mich. Können die das überhaupt? Sieht nicht so aus. Natürlich, Alter, ich raspe gerade Schokolade mit einem normalen. Das musst du unbedingt probieren, Felix, nachher. Ja, genau, möchtest du jetzt probieren? Hey, wollt ihr nicht ein Duell gegeneinander machen? Machen wir schon. Das ist schon mit dabei. Wir müssen ja bei allem, weil das fällt dann zusammen, weißt du? Thomas, filmst du eigentlich auch die ganze Zeit, ne? Super! Der braucht er nicht, wir nehmen den ganzen Stream auf. Den mit 2,5 Mbit. Oh, Junge, ist anstrengend. 20 Euro für einen Live-Rank an Dena. Hat jemand gespendet für einen guten Zweck? Nee, nee, machen wir nicht mit. Möchtest du probieren, Felix? Das ist lecker. Felix ist immer der beste Ansprechpartner für ekliges Essen. Das ist nicht eklig. Ist es eklig? Hast du es besonders. Das ist wirklich, also da ist viel mit dabei. Ihr habt alles aufgegessen, wie ich sehe. Ja. Das war aber auch, ja. Also das war schon gut. Ja, war gut. Möchtest du nicht? Felix, komm mal her ein bisschen. Du hast ein bisschen. Du hast ja Schiedsrichter gewesen, ne? Schmeckt das gut oder nicht? Das hier kann also man das wirklich, kann wirklich gut an. Das sieht schon mal super aus. Hast du es gegessen? Ich hab's gerade gegessen. Und wie war? Ich habe noch nie sowas gegessen. Weil es hat drei verschiedene Geschmäcker, die hintereinander kommen, nicht gleichzeitig. Drei verschiedene Geschmäcker? Kommen hintereinander. Das ist krass, ne? Oder Zander? Und was für drei Geschmäcker? Alle. Erzähl. Das musst du mir jetzt erzählen. Du probierst und also, dann sagst du mir, welches waren. Also ich sag, es sind drei verschiedene Geschmäcker hintereinander. Nee, du musst. Ja, das ist. Der erste ist. Das ist mir eh noch Kotze. Kotze? Haben wir auch drin, ja? Boah. Das ist, war das Penis, den du gerade schmeckst? Das war aber nicht, das war der Käse. Hä? Das schmeckt richtig ekelhaft. Ja. Irgendwas mit Schokolade? Mhm. Ja, das war mein erster Geschmack. Also. Irgendwas Scharfes noch, kann das sein? Richtig, das ist der letzte. Ist Tabasco. Tabasco. Ist das Tabasco drin? Nur eine halbe Flasche in einem Kuchen. Ja, aber ey, das merkt man gar nicht so krass, voll, ne? Ich hätte gedacht, der flemmt dir die Hütte vom Herzen. Aber die Schärfe bleibt? Das hilft ja auch im Leben, oder? Schärfe. Hast du nicht noch einen mittleren Geschmack, der in der Mitte kurz kam, noch rausgeschmeckt? Amaretto vielleicht. Amaretto. Ja, Amaretto. Das sind die drei. Und damit hast du heute gewonnen. Dann kannst du jetzt bei Deliveroo was bestellen. Hier. Ah, danke schön. Einmal Blumenstrauß für dich. Und noch ein bisschen Mehl. Und noch einmal eine Flasche Amaretto für einen schönen Abend. Hier noch, Bruder. Mach dir einen richtig schönen Abend. Das ist Eis! Eis! Herzlich willkommen. Danke. Okay, perfekt. Leute, komm mit. Puh, Alter, ich habe gerade das Ekelhafteste überhaupt gegessen. Ich habe schon häufig Sachen von den Jungs probiert, aber heute war wirklich, wirklich nicht gut, was sie da im Stream gekocht haben. Aber ich habe einen Gewinn bekommen. Jetzt können wir uns unser eigenes Essen machen. Oh. Du bist doch Koch, oder? Total. Sehr gut. Aus Amaretto und Petersilie kann man immer die besten Sachen zaubern. So sehe ich das auch, Leute. Wir haben jetzt ein bisschen was zu essen, dann setzen wir uns zurück an den Schnittrand und dann kommt morgen ein fettes Best-of 2017. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze nenne, weil ein Tag im Leben von oder ein Jahr im Leben von Felix, das hört sich scheiße an. Wir machen irgendwas, irgendeinen neuen Namen. Habt ihr einen Namenvorschlag, schreibt ihn unten rein in die Kommentare oder lasst euch morgen überraschen, was kommt. Auf jeden Fall kommt ein fettes Best-of. Das schneiden wir heute Nacht noch fertig. Machen wir. Aber jetzt müssen wir erst ein bisschen Essen haben. Du auch? Ja. Du hilfst zu schneiden? Genau. Was machst du überhaupt hier? Ja, ich bin jetzt Team Spielkind. Ah, perfekt. Ja. Team Schierkind ist nämlich nicht so geil da drüben, ne? Ja, richtig. Du kannst auch gar nicht schneiden. Ach so. So war das doch. Deswegen sind die Videos von Revi doch immer so kacke, oder? Ja, stimmt, weil er den immer selbst macht eigentlich. Ja, genau. Ja. Alles klar, Leute, Teamerweiterung, perfekt. Seid auf jeden Fall alle morgen am Start, wenn das Best-of rauskommt. Weil wir haben uns so viel Mühe gegeben und dann ist mir echt wichtig, dass ihr das alle direkt morgen anschaut. Aber für heute, wie gesagt, war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt einen Daumen rum, wenn es euch gefallen hat. Schaut noch beim Charity-Stream so lange vorbei. Der läuft noch bis am Sonntag um 10 Uhr. Und da werden noch Spenden für ein Schulprojekt in Namibia gesammelt. Alle Infos dazu findet ihr natürlich bei Revi beim Stream. Link unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns morgen wieder beim Best-of. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao. Ja, warte mal, bis.